So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Vorlesung. Heute mal nicht in Präsenz aufgrund von gesundheitlichen Gründen, wie Sie ja wissen. Es wird jetzt über Zoom auch aufgenommen und ich möchte dann mit der Vorlesung selbst mit den Inhalten beginnen. So, das hier, was Sie jetzt hier sehen, ist eine Folie noch von der FOP. Kapitel 13 von der FOP des letzten Semesters, und zwar Folie 169 ist das. Ich habe mir jetzt überlegt, wir haben ja noch ein paar Inhalte aus der FOP da ging es ja auch um das Thema Laufzeit und asymptotische Komplexität. Und da würde ich gerne auf zwei Folien nochmal rekurrieren. Sie können sich natürlich gerne auch alles Weitere in diesem Kapitel nochmal ansehen. So, wie gesagt, Folie 169. Und das ist ein Punkt, den wir auch das letzte Mal mit den Inhalten der AOD hier besprochen haben. Hier nochmal eine Visualisierung dieser Idee mit dem Korridor. Ja, Sie haben hier eine Funktion, die habe ich hier sehr, sehr glatt gezeichnet, und eine andere Funktion, die ich zur Unterscheidung sehr fast oszillierend gezeichnet habe, hier f. Und diese Funktion hier ist g. Und worum es geht, ist diese Theta-Schreibweise, die wir das letzte Mal eingeführt haben, eine Menge von Funktionen, die abhängig ist von dem g. Und zwar alle Funktionen f, die so aussehen wie dieses f hier in diesem Bild. Nämlich, wir haben rund um die Funktion g einen Korridor, der definiert ist durch zwei Faktoren, dieses c o wie oben und dieses c u wie unten. Und der Korridor ist eben das c o-fache runter bis zum c u-fachen. Und sofern f in diesem Korridor bleibt, der darf hier im endlichen Bereich auch mal aus dem Korridor rausgehen, aber wenn er ins Unendliche gehend in diesem Korridor bleibt, dann sagen wir, dass f in Theta von g ist. Ja? Wir haben schon Beispiele dieser Art gesehen. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel ein Polynom immer in Theta von dem Monom ist, von dem x hoch k mit dem höchsten Grad k in dem Polynom selbst. Wir haben auch gesehen, dass die Logarithmenfunktionen zu verschiedenen Basen, also Logarithmus von x zur Basis a und Logarithmus von x zur Basis b, a und b größer 1, dass diese Logarithmenfunktionen sich nur um konstante Faktoren voneinander unterscheiden. Das heißt also, dass da automatisch immer einer im Korridor vom anderen ist. Sie wachsen alle asymptotisch gleich schnell. Ja, wir ignorieren bei asymptotischem Wachstum diese Konstanten. Wir sagen nur, sie müssen halt im Korridor voneinander sein. Und wir werden gleich nochmal drauf schauen, wie das mit der binären Suche ist. Vorher möchte ich aber nochmal, könnte jemand nochmal Bescheid sagen, welche Folien? Okay, also das hier ist Folie 169 von Kapitel 13 in der FOP. Ich möchte jetzt noch ganz kurz zu Folie 207 im selben Kapitel 13 von der FOP zu sprechen kommen. Nämlich, hier sehen Sie genau das Gegenteil, dass f in klein o von g ist. Ja? Sie sehen hier die Funktion g und Sie sehen hier, das ist durchgezogen schwarz und gestrichelt schwarz, sehen Sie sämtliche möglichen Korridore nach oben. Und was ich hier natürlich nur andeuten kann, ist, dass die Funktion f jeden Korridor, egal wie der aussieht, egal wie steil der geht, überschreitet. Dafür haben wir auch Beispiele gesehen, zum Beispiel x hoch n plus 1 überschreitet jeden Korridor von x hoch n. Jede Exponentialfunktion überschreitet jeden Korridor von von jedem Polynom. Die Wurzelfunktion überschreitet jeden Korridor von der Logarithmusfunktion. X hoch 1, die Identität überschreitet jeden Korridor von jeder Wurzelfunktion und so weiter und so fort. Das sind alles Fälle, wo f in klein o von g ist. Das heißt also, diese beiden Fälle, den wir eben gesehen haben, den wir jetzt sehen, die schließen sich natürlich gegenseitig
Logisch aus. Es gibt auch unvergleichbare Fälle, wenn Sie sich zum Beispiel hier diese zwei trigonometrischen Funktionen ansehen, die beide auch ins Unendliche wachsen durch das n, was vor dem als Vorfaktor, dann können Sie leicht sehen, dass diese beiden Funktionen, dass keiner von den beiden in irgendeinem Korridor von weder nach oben noch nach unten vom anderen bleibt. Okay, gut. Also das war nochmal, das ist Folie 169 von Kapitel 13, das ist Folie 207 von Kapitel 13, der FOP. Ich möchte aber jetzt dann wieder zu den Inhalten der AOD kommen. Das haben wir schon gesehen. Das war das einführende Beispiel zum Thema asymptotische Komplexität. Will ich auch nicht näher darauf eingehen. Nur nochmal zur Erinnerung, vor dem Hintergrund von dem, was wir letztes Mal gesehen haben. Sie erinnern sich an binäre Suche. Wir brauchen auch nicht genau ins Detail gehen, wie das funktioniert nochmal. Ja, der Suchraum wird jedes Mal in jedem Schritt halbiert, solange bis wir das Element gefunden haben oder die Stelle gefunden haben, wo es hätte sein müssen. In diesem Fall haben wir es tatsächlich gefunden. Den Code interessiert uns jetzt auch nicht mehr noch mal ein weiteres Mal. Was uns noch mal interessiert, ist hier dadurch, dass wir in jedem einzelnen Schritt den Suchraum ungefähr halbieren. Dadurch ist es auf jeden Fall gewährleistet, dass wir in logarithmischer Größenordnung dann das Element oder die Stelle, wo das Element sein müsste, eingegrenzt haben. Und das heißt also, der Aufwand, jedes Mal, wenn das Array, wenn Sie sich vorstellen, das Array wird verdoppelt, erhöht sich der Aufwand um einen weiteren Suchschritt. Und das ist genau das Verhalten vom Zweierlogarithmus, dass mit jeder Zweierpotenz der Logarithmus einfach um einen steigt. Beziehungsweise hier haben wir es auch noch mal gesehen, was für ein gigantischer Vorteil das ist. Ja, in der Schule in der Mathematik war der Logarithmus vielleicht Ihr Feind, das weiß ich nicht. Aber hier in der AOD, in der Informatik, ist der Logarithmus Ihr Freund. Und Sie sehen hier, warum das so ist. Der wächst so extrem langsam. Es ist ein gigantischer Erfolg, wenn man einen Algorithmus findet, so wie jetzt hier binäre Suche, der so langsam wächst, wie Sie das hier sehen. Und damit, warten Sie mal ganz kurz. Hier auf diesen Punkt muss ich dabei nochmal zu sprechen kommen. Gehen wir hier nochmal ein bisschen zurück. Also, es kann sein, dass hier Logarithmus, dass es nicht genau logarithmisch viel ist, sondern zum Beispiel sowas wie Logarithmus plus 1 oder sowas, ja. Aber solche Punkte können wir wirklich aus der Betrachtung rausnehmen. Warum können wir die aus der Betrachtung rausnehmen? Das liegt an einer Folie, die wir das letzte Mal gesehen haben, beim Thema Komplexität, bei den Regeln für die Komplexität, nämlich wenn Sie sich vorstellen, hier steht Logarithmus plus 1. Der Logarithmus wächst in alle Unendlichkeit, das heißt also, der Logarithmus ist größer als die Konstante 1 asymptotisch. Das heißt also, diese Summe Logarithmus plus 1 oder meinetwegen auch Logarithmus plus 1000, wenn es so wäre, ist es aber nicht, wäre aber auch egal, ist asymptotisch gleich dem Maximum aus Logarithmus und 1. Und das ist das Maximum aus Logarithmus und 1 asymptotisch, ist natürlich der Logarithmus. Das heißt, Logarithmus plus 1 wächst asymptotisch genauso schnell wie Logarithmus alleine. Das nimmt sich nicht viel, kann man sich ja vorstellen. Warum soll diese Konstante Summand 1 da asymptotisch einen Unterschied machen, wenn sogar beliebige Faktoren keinen Unterschied machen, sodass wir also tatsächlich von logarithmischer Komplexität hier sprechen können. So, wir haben noch letztes Mal oder vorletztes Mal, glaube ich, einen zweiten Fall von logarithmischer Komplexität hier gesehen. Das war der Merge-Sort-Algorithmus. Den brauchen wir auch nicht nochmal ins Detail zu gehen. Hier, wir haben gesehen das letzte Mal, wie er funktioniert. Vielleicht nur noch mal ganz kurz. Ja, also zerlegen in zwei Teile, Merge-Sort links, Merge-Sort rechts, beide sortiert und dann wird schrittweise aus den zwei sortierten Teillisten eine gesamte Liste gemacht. Brauchen wir nicht nochmal im Detail durchzugehen. Der entscheidende Punkt ist einfach der, dadurch, wir haben hier wieder dieselbe Argumentation wie eben bei der binären Suche, dadurch, dass die beiden Teile hier jeweils nur halb so groß sind wie der Gesamtalgorithmus,
Das setzt sich ja fort. Die nächsten Teile sind dann auch wieder nur halb so groß, auch wieder nur halb so groß und so weiter. Dadurch ist die Rekursionstiefe auch wieder nur Logarithmus, Zweierlogarithmus von der Gesamtgröße. Hier plus 1 vielleicht, 2 Logarithmus plus 1 oder so etwas. Aber wie wir eben noch schon mal gesehen haben, macht so ein plus 1 überhaupt keinen Unterschied. Das heißt also, die Rekursionstiefe ist logarithmisch, das heißt ein gigantischer Erfolg schon mal an dieser Stelle. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass wenn wir jetzt hier, wenn Sie sich vorstellen, das ist nicht nur, auf dieser Ebene gibt es noch mehrere, wir sind vielleicht nicht auf der allerobersten Ebene, sondern schon auf irgendeiner Rekursionsstufe, da gibt es noch mehrere nebenher, mehrere nebeneinander, bei denen genau das alles hier passiert. Sind ja auf jeder Rekursionsstufe dann absolut disjunkte Teile der ursprünglichen zu sortierenden Sequenz. Das heißt, das, was Sie hier sehen, passiert mit jedem einzelnen Element der zu sortierenden Sequenz auf jeder Rekursionsstufe nur ein einziges Mal. Nur ein einziges Mal wird auf jeder Rekursionsstufe jedes Element der zu sortierenden Sequenz angefasst, um zu zerlegen, und nur ein einziges Mal dann entsprechend hier so angefasst, um wieder zusammenzufügen. Das heißt also, auf jeder einzelnen Rekursionsstufe ist die Gesamtkomplexität von allen Merge-Operationen, von allem, was auf dieser Rekursionsstufe passiert, linear, ist in O von n. Das heißt also, wir haben logarithmisch viele Rekursionsstufen. Wir haben logarithmisch viele Rekursionsstufen, weil wir jedes Mal halbieren. Wir haben auf jeder einzelnen Ebene jeweils linearen Aufwand, linear in der Größe der ursprünglichen zu sortierenden Sequenz. Das ergibt eine Gesamtkomplexität von n log n. Im Verhältnis zu Selection Sort oder Bubble Sort, die n Quadrat hatten, ist das wieder genau dieselbe gigantische Verbesserung. Ja, n Quadrat ist n mal n. Jetzt haben wir hier n mal log n. Das heißt, wir haben einen Faktor n durch den Faktor log n ersetzen können. Und was das für Konsequenzen hat, wie langsam der Logarithmus wächst im Verhältnis zur Linear, das haben wir eben noch mal mit dieser Tabelle gesehen. So, jetzt muss ich halt, ich muss mal gucken hier. Hier nochmal die Zusammenfassung von Merge Sort. Wir werden nicht mehr immer in die Zusammenfassung so genau reinschauen, weil diese Zusammenfassungen sind nicht geschrieben, um sie in der Vorlesung zu zeigen, sondern sie sind eigentlich geschrieben, damit Sie sich das im stillen Kämmerlein nochmal auf eine zweite Art und Weise vergegenwärtigen können. Ich werde auch nicht mehr allzu häufig in die Zusammenfassung reinschauen. Hier bietet es sich nochmal an. Durch die ungefähre, das, was ich eben gesagt habe, finden Sie dann hier auch immer schriftlich. Die Rekursionstiefe ist log n. Und wenn man mal die rekursiven Aufrufe, die eben genau das sind, herausnimmt, dann haben wir hier in jedem einzelnen rekursiven Schritt eine Laufzeit, die dominiert wird durch dieses Zusammenfügen der beiden Hälften zu einem gemeinsamen, der beiden sortierten Teilsequenzen zu einer. Und hier genau das, dadurch, dass diese Aufrufe disjunkt sind, haben wir insgesamt einen Linienaufwand auf jeder Rekursionsstufe und so weiter und so fort. Hier noch ein bisschen eine Zusatzinformation, Vergleich zweier Werte. Wenn die Datenstruktur groß T, der generische Typ Parameter, wenn er instanziert ist mit einem Wert, mit einem Datentyp wie beispielsweise String, wo Sie zum Vergleich zweier Strings durchaus die einzelnen Zeichen durchgehen müssen, dann haben Sie nicht mehr unbedingt konstante Komplexität für den Vergleich zweier Elemente, so wie bei Zahlen, haben Sie das dann nicht mehr. Das müsste man dann noch mit einberechnen. So, jetzt sind wir so weit, dass wir uns Neuem widmen können. Einem neuen Algorithmus, nämlich wir hatten jetzt Bubble Sort und Selection Sort als zwei Algorithmen mit quadratischer Komplexität. Also wenn n die Anzahl der Elemente ist, die zu sortieren sind, dann ist die Komplexität von Selection Sort und Bubble Sort n Quadrat. N log n haben wir jetzt bei Merge Sort gesehen. Jetzt sehen wir uns einen Algorithmus an, der
wo es nochmal interessant ist, sich die asymptotische Komplexität anzusehen, wo das nicht ganz so einfach ist, wie bei den bisherigen Algorithmen, der aber empirisch, ja, wenn man die Algorithmen implementiert und dann mal guckt, was da am besten ist, der empirisch immer wieder ganz weit vorne ist und deshalb den Namen Quicksort bekommen hat. So, wie funktioniert Quicksort? Quicksort funktioniert auf den ersten Blick so ähnlich wie Merge Sort, hat aber einen deutlichen Unterschied, nämlich zunächst einmal zerlegen wir die Sequenz in drei Teilsequenzen, nicht in zwei mehr, sondern in drei. Das müssen Sie sich jetzt erstmal vorstellen, wie zum Beispiel eine lineare verzweigerte Liste, wie wir sie am Anfang dieses Semesters in der Vorlesung nochmal aus der FOP gesehen haben. Ja, also wir wissen nicht vorher, wie groß diese drei Teillisten sind. Das ist einfach nur eine zeichnerische Darstellung, dass wir das jetzt durch unsere Draufsicht als Zuschauer wissen, wie groß die drei Teilsequenzen sind. Aber der Algorithmus weiß das nicht, sondern der baut eben diese Listen an, indem er ein Element nach dem anderen hinten oder vorne dranhängt. So, was macht er jetzt? Er sucht sich einen Wert aus. Das werden wir gleich sehen. Das muss nicht einer der Werte sein, die in der sortierten Teilsequenz sind. In diesem ersten Beispiel macht er das. Er sucht sich die drei aus. Eine der Werte hätte auch jeder andere Wert sein können. Es gibt geschicktere und weniger geschickte. Und Sie sehen schon hier durch die Balanciertheit, dass die 3 wohl ein recht geschickter Wert ist, den ich jetzt durch meine Draufsicht einfach gewählt habe, damit das Beispiel schön aussieht. So, was er macht, ist, dass er hier Schritt für Schritt, wenn der Algorithmus hier durch diese zu sortierende Sequenz durchgeht, jedes einzelne Element, was er hier sieht, in eine dieser drei Teilsequenzen reintut. Und zwar hier rein. Alle Werte, die kleiner als das Vergleichselement ist, das ist der Pivot-Wert, PIVOT. So finden Sie das dann auch bei uns und auch überall sonst in allen Unterlagen. Der Name für diesen Wert, also das Vergleichselement. Hier kommen alle Vorkommen hin. Sie sehen, ich habe einen Wert genommen, der zweimal vorkommt. Hier kommen alle Vorkommen dieses Vergleichselement, dieses Pivot-Wortes hin und hier alles, was größer ist. So, gehen wir mal los. Als erstes, also erst wurde die 3 hier reingespeichert, dann die 1 jetzt, dann die 4 als nächster Wert, dann die 2 wieder, die wird natürlich hier gespeichert, dann als nächstes die 6, die wird dann natürlich hier gespeichert, größer 3, dann sind wir jetzt hier, das zweite Vorkommen der 3 wird hier gespeichert, dann kommt die 1 hier hin und nochmal die 5 hier hin. Und damit sind die 3 hier gespeichert. Sie sehen, ich habe hier immer mitprotokolliert. Gehen wir nochmal durch, was jeweils der Vergleich ist, der hier angestellt wird, um festzulegen, S8, die 5 ist größer als die 3, also kommen sie die 3 hier hin. So, jetzt haben wir das Ganze zerlegt in drei Teilsequenzen, die aber mehr schon an Sortierung beinhalten als bei Merge-Sort. Bei Merge-Sort haben wir irgendwie einfach alles zerlegt, ohne auf irgendwas an Größe zu achten. Hier haben wir es in drei Teilsequenzen zerlegt, die schon im Vergleich zueinander sozusagen fast sortiert sind. Also der ist noch nicht sortiert, der ist noch nicht sortiert, aber diese Werte sind alle kleiner als diese Werte und diese Werte sind alle kleiner als diese Werte. So, jetzt machen wir dasselbe wie bei Merge-Sort rekursiver Aufruf. Erst hier. Egal wie rum natürlich. Und auch hier wieder, versuchen Sie nicht darüber nachzudenken, was passiert in diesem rekursiven Aufruf, dass sich dann das wieder verästelt und wieder verästelt und wieder verästelt. Die einfachste Möglichkeit, über Rekursion nachzudenken, auch wenn Sie selber rekursive Algorithmen zum Beispiel implementieren oder selber sogar entwickeln, die Sie dann implementieren. Die einfachste Möglichkeit ist immer zu sagen, okay, dieser rekursive Aufruf ist eine Blackbox. Der sortiert diese Sequenz. So, der hat die jetzt sortiert, was immer er da jetzt genau gemacht hat. Er hat natürlich genau das gemacht, was wir jetzt hier auf dieser Ebene auch machen, aber ignorieren wir. Wir haben hier Tunnelblick. Wir gucken uns nur diesen einen rekursiven Aufruf an mit dieser Teilsequenz. Hier passiert dann wieder ein Quicksort und das ist auch sortiert. So, haben schon gesagt, alle Werte hier sind kleiner als alle Werte hier, alle Werte hier sind kleiner als alle Werte hier.
sodass wir jetzt einfach nur noch diese drei Sequenzen in der richtigen Reihenfolge, zuerst die, dann die, dann die, konkatenieren müssen, als also zusammenfügen müssen, um eine sortierte Teilsequenz zu haben. So funktioniert Quicksort. Sie sehen, wir haben vorher ein bisschen was getan, um so ein bisschen schon mal vorzusortieren entlang anhand dieses Vergleichselements, und dafür müssen wir hinterher nach den rekursiven Aufrufen gar nichts mehr tun. Nichts mehr sowas wie bei Merge, bei Merge Sort. Wir müssen einfach nur noch die drei Teilsequenzen zu einer konkatenieren. So, wir gehen noch ein paar Fälle durch. Ich hatte schon gesagt, das Vergleichselement, der Pivotwert, der Vergleichswert, der Pivotwert muss kein Element sein. Aus dem, was Sie eben gesehen haben, bietet es sich natürlich an, es sollte nicht kleiner als die 1 sein, weil wenn der Wert, den Sie zum Vergleich hier nehmen, kleiner als die 1 ist, dann heißt das, alle Werte hier drin sind größer. Das heißt, alle Werte sind in der dritten Teilsequenz. Es hat sich nichts verändert. Es hat sich nicht, es ist kein Schritt vorwärts gekommen. Es sollte dementsprechend auch nicht größer als die 7 sein. Gleich 1 ist auch ungeschickt, weil dann eben alles außer der 1 dann wieder in der rechten Teilsequenz ist. Viel hat sich da nicht geändert. Gleich 7 ist auch ungeschickt. Aus demselben Grund. Aber 4 ist so ein Wert, der wieder wie die 3 eben relativ geschickt ist. Nur, wenn wir jetzt einen Vergleichswert nehmen, der nicht in der Sequenz enthalten ist, dann ist natürlich diese Sequenz in der Mitte 0. Auch hier wieder ist das nur eine Hallo. bildliche Darstellung, dass wir nicht vorher schauen, wie viele Elemente kommen in jede dieser Teilsequenzen rein, sondern das sind einfach linear, das ist eine lineare Liste, das sind lineare Listen. Wir packen ein Element nach dem anderen jeweils rein, fügen die vorne oder hinten an, ist vollkommen egal, weil die müssen ja an dieser Stelle noch nicht in sich sortiert sein. Das passiert dann erst rekursiv. Darf ich bitten, sich auf stumm zu schalten? Danke. So, wie geht das jetzt? Auch hier wieder zuerst die 3 ist kleiner als die 4. Also nach links, die 1 nach links, die 7 nach rechts, die 1 wieder nach links, die 6 nach rechts, die 3 nach links, die 2 nach links, die 5 nach rechts. Jetzt wieder Sortierung der einen Teilliste, wieder Sortierung der anderen Teilliste, und wir können wieder diese drei Teillisten konkatenieren. So, das ist im Prinzip schon der gesamte Algorithmus Quicksort. Die Frage ist natürlich offen, wie wählt man diesen Vergleichswert, diesen Pivotwert? Das ist eine Wissenschaft für sich. Darüber könnte man locker mehrere Vorlesungseinheiten, mehrere Vorlesungsdoppelstunden hier allein dazu, was sich die Leute alle schon ausgedacht haben, um möglichst gut, auf der einen Seite möglichst gut, also möglichst balanciert, nicht, dass links und rechts möglichst gleich viele bleiben, aber auf der anderen Seite soll der Pivotwert ja möglichst schnell gefunden werden. Das heißt also, den Median zu berechnen. Was ist der Median? Das müsste eigentlich die 3 gewesen sein, nicht? Ja, genau, sodass also links und rechts gleich viele Elemente in die beiden zu sortierenden Teillisten kommen. Wäre eine Möglichkeit, kostet aber eine ganze Menge Laufzeit. Deshalb hat man nach anderen Wegen gesucht, das einigermaßen zu balancieren durch geschickte Suche des Pivot-Wertes und das dann, so dass wir dann so ähnlich wie bei Merge Sort eben durch die Balancierung eine sehr geringe Rekursionstiefe haben. Das werden wir uns dann noch mal genauer im Detail ansehen, wie das mit der Rekursionstiefe ist. Jetzt betrachten wir aber noch einen Fall, den wir bis jetzt nicht betrachtet haben. Nee, bis jetzt haben wir den Fall betrachtet, mehr oder weniger, dass das sowas wie eine verzweigerte Liste, so eine lineare Liste ist oder sowas, was wir am Anfang dieses Semesters hier in der Vorlesung nochmal aus der FOP rekapituliert haben. Man kann das Ganze aber auch in einem Array einfach machen. Das ist dann in place, ja. Das, was wir bisher gemacht haben, wenn ich da nochmal zurückgehen darf, hier zum Beispiel hin, das ist irgendwie nicht besonders sinnvoll, wirklich mit Arrays zu machen, weil man dann einen Haufen Array-Objekte erzeugen muss, um
Das setzt sich ja dann weiter fort in tieferen Rekursionsstufen und so weiter. Also, das ist mit Arrays alles ein bisschen umständlich und kostet eine Menge Laufzeit, weil man so viele verschiedene Array-Objekte für die einzelnen Zwischensequenzen dann konstruieren muss. Aber man kann das Ganze auch innerhalb eines Arrays machen, ja. Also ab jetzt ist das keine lineare Liste mehr, sondern so wie die Bildsprache das auch nahelegt, tatsächlich ein Array. Und was ich hier vorstelle, ist allgemeiner als das, was ich bisher in jedem Lehrbuch gefunden habe. Und zwar ist es deshalb allgemeiner, weil hier, so wie ich es darstelle, wird es auch mit dem Fall fertig, dass der Vergleichswert mehrfach vorkommt in dem Array. Ja, ein sehr realistischer Fall. Ja, wenn Sie in Lehrbücher reinschauen, also zumindest war das bisher meine Sichtweise, das, was ich bisher gelesen habe, oder auch in andere Skripte, Vorlesungsskripte, dann betrachtet man nur den Fall, dass der Pivot-Wert höchstens einmal vorkommt und dann wird das Ganze sehr viel einfacher. Wir betrachten es in voller Kompliziertheit, aber so kompliziert ist es dann auch nicht. Zunächst mal müssen wir dann wirklich, wenn wir uns auf den Vergleichswert verständigt haben. Der Vergleichswert ist wieder die 3. Gehen wir nochmal zurück. Der Vergleichswert ist wieder die 3. Müssen wir wirklich vorher auszählen, was ja kein Problem ist. Einmal durchgehen mit 2 oder 3 Zählern, wenn man will, aber 2 Zähler reichen. Wie viele Elemente gibt es kleiner dem Vergleichswert 3? Wie viele Elemente gibt es größer? Und daraus ergibt sich natürlich zusammen mit der Gesamtzahl der Elemente, wie viele Elemente es gibt, die gleich dem Vergleichswert sind. So dass Sie jetzt hier also die hier schon mal reservieren können. Hier werden die Elemente reinkommen, die kleiner als der Vergleichswert 3 sind. Das kann man natürlich auf verschiedene Art und Weise machen. Ich habe mich dafür entschieden, hier das durch so einen Marker hinter das Ende dieses Bereichs zu setzen. Dann haben wir ausgezählt, dass es zwei Vorkommen des Vergleichswertes geben muss. Also hier hinter diese zwei noch einen Marker. Und hier brauchen wir natürlich keinen Marker mehr, weil ja da genau dann hier, wo der dritte Marker hin müsste, ist genau eins hinter dem Ende des Arrays, nicht? Das müssen wir nicht nochmal extra markieren. So. Jetzt machen wir das anders. Jetzt tauschen wir. Wir haben jetzt hier drei Laufindizes auf den drei Bereichen, die wir zweckmäßigerweise am Anfang jedes der drei Bereiche jeweils definieren. Also das hier wird so bleiben, wie es ist. Das sind die Marker für das Ende der ersten beiden Teile des Arrays. Und diese drei lassen wir laufen und gucken uns an. Zum Beispiel hier steht eine 3 drin, dann wissen wir, gehört in diesen Bereich. Tauschen wir einfach mal mit dem Wert, der hier drin ist. Und zwar unabhängig davon, ob der jetzt hier reingehört oder nicht. Wir tauschen die beiden einfach, selbst wenn hier nicht die 2, sondern eine größere Zahl als 3 stehen würde, tauschen wir die beiden. Dann haben wir wenigstens einen von den beiden in die richtige Stelle gepackt, nämlich die 3. Ja, so. Zufälligerweise hat sich ergeben, dass hier die 2 tatsächlich auch schon jetzt in dem richtigen Bereich gehört, sodass wir also einfach sagen können, okay, brauchen wir nicht mehr zu betrachten. Dieses erste Element ist schon an der richtigen Stelle. Dieses zweite Element ist auch an der richtigen Stelle. Hier gibt es wieder einen Konflikt. Hier, die 4 gehört nicht dahin. So, und jetzt gucken wir uns an. SI1 ist größer als die 3. Das wird einfach blindlings getauscht mit dem, wo dieses Element, diese 4 hingehört, was dann angezeigt wird durch diesen Laufindex I3. Und Sie sehen hier blindlings, ohne uns Gedanken darüber zu machen, ob dieser Wert wirklich hier in diesen Bereich reingehört. Aber Hauptsache, wir haben erstmal einen wieder mehr an die richtige Stelle gebracht. Ja, wir haben den hier an die richtige Stelle gebracht. Hier war vorher was falsch, jetzt ist weiterhin was falsch, aber wenigstens wir haben in jedem Schritt, bringen wir wieder immer eins weiter. Wenn Sie vielleicht sowas wie Baseball oder sowas denken, ich denke da immer an den Begriff Home Run. Also wir haben hier einen Home Run gemacht. So, und der
Dieses I1 wird jetzt nicht weitergeschaltet, weil hier immer noch ein Fehler ist. Und zwar, der gehört hierhin, an diese Stelle. Und wieder blindlings, ja, der wird jetzt durch den Tausch hierhin richtig sein. Aber hier, wo jetzt ein Fehler ist, wird hinterher auch ein Fehler sein. Hier, sodass weiterhin I1 an dieser Stelle bleibt. Aber hier haben wir eine Verbesserung erreicht. Hier haben wir wieder einen Home Run erreicht. Und Sie sehen hier einen richtigen Home Run. Dieser Index ist jetzt über seinen Bereich gelaufen. I2 ist gleich M2. Der Bereich hier ist fertig. Jetzt müssen nur noch diese beiden Bereiche miteinander klarkommen. Hier ist ein Element, das hierhin gehört. Hier ist ein Element, das hierhin gehört. Tauschen wir die beiden. Können jetzt beide. Der hier ist richtig. Den können wir um 1 erhöhen. Und der hier ist auch richtig. Können wir um 1 erhöhen. Wir sind fertig. Ja. Jetzt haben wir tatsächlich durch diese kleine Operation, durch diese Vertauschung zwischen den drei Bereichen mittels dieser drei Laufindizes hier das Array so sortiert, dass hier alle Werte kleiner als dem Vergleichswert 3 sind, hier alle Vorkommen des Vergleichswerts 3 und hier alle Werte größer als der Vergleichswert 3 sind. So, und jetzt. Und jetzt machen wir hier, das ist jetzt interessant, die Routine Quicksort wird jetzt hier, die braucht jetzt sozusagen Anfangs- und Endindex vom Array. Ja, also anstatt eine Liste wie eben übergeben zu bekommen, bekommt sie das Array natürlich übergeben und Anfangs- und Endindex des zu sortierenden Bereichs und wendet Quicksort genau auf dieses Teilarray an. Und genauso auf dieses Teilarray und im Salabim. Wir brauchen nichts mal mehr zu konkatenieren, weil alles in place stattgefunden hat. Sind wir hier an dieser Stelle schon fertig mit Quicksort in place. Natürlich haben wir es unterschlagen, dass natürlich hier auch immer noch weitere rekursive Aufrufe innerhalb von diesem rekursiven Aufruf passieren müssen. So. Ich weiß nicht, können Sie mich noch hören? Können Sie mich noch hören? Ja, man kann sie hören. Okay, danke. Haben Sie jetzt irgendwelche Probleme gesehen? Oder sehe nur ich die? Also ich sehe tatsächlich nur schwarz. Sie sehen nur schwarz, ja. Und Ich laut dem weiß Chat auch gibt es nicht. bei vielen Leuten ein Echo. Ein Echo auch noch. Also ich Ja, weiß ich weiß es nicht, nicht. da Hat hat sich sich schon schon wieder wieder irgendwas irgendwas aufgehängt? aufgehängt. Es ist wirklich. Jetzt sind sie ganz weg. Sehr witzig. Echt ein Angriff auf Zoom, auf die Server oder was? So, jetzt hat er sich wieder ein bisschen gefangen. Können Sie wieder was? Warten Sie mal. Freigabe. Können Sie noch die Freigabe sehen? Also ich kann, wie gesagt, nichts sehen. Also Gar nichts sehen. Man sieht nichts. So, dann werde ich noch mal die Freigabe hallo. Technisch stoppen. gesehen ist die Freigabe da, aber praktisch war sie nicht da. So, dann versuchen wir es noch mal. So, jetzt. Können Sie jetzt wieder was sehen? Ja. Okay, perfekt. Also perfekt ist jetzt übertrieben, aber keine Ahnung, ich weiß nicht mal, welches Programm das ist, das hier irgendwelchen Ärger macht. Ob das jetzt hier der PDF-Reader ist oder Zoom, keine Ahnung. Oder ob einfach nur die Sachen nicht miteinander zusammen harmonieren. So, Sie sehen jetzt hier dann entsprechend, dass Sie sich das vorstellen können, entsprechend hier nochmal skizzenhaft. So, mehr wollte ich zu dem Thema nicht sagen. Jetzt kommen wir nochmal zu Quicksort in Place, wieder mit der Situation.
dass sie, die Aufzeichnung scheint noch zu laufen, gut, wieder mit der Situation wie eben, dass wir jetzt nicht einen Vergleichswert hier rausnehmen, keinen Pivotwert hier nehmen, der wie die 3 drin ist, sondern wieder die 4 hernehmen. Und zwar, und das bedeutet wieder, dass dieser mittlere Bereich gar nicht vorhanden ist. Das äußert sich darin, dass die Marker M1 und M2 schon beide auf derselben Position sind, weil ja dazwischen der zweite Teil des Arrays ist leer. Das heißt, das Ganze ist einfach nur eine Sache zwischen dem ersten und dem zweiten Bereich. Brauchen wir nicht nochmal durchzugehen, weil es alles nochmal dasselbe ist. Quicksort hier, Quicksort da und alles sortiert. So, dann sind wir noch nicht ganz mit Quicksort fertig. Ich würde hier gerne auch nochmal in die Zusammenfassung hineinschauen. Auch hier wieder nur auf die Komplexität. Alles, was wir vorher haben, vor der Komplexität, ist die, Moment, die Stimme ist immer noch schlecht. Wie ist die Stimme? Ist die Stimme jetzt besser? Besser. Ja. Okay, gut. Ja, es ist wirklich ärgerlich, das habe ich nur auf diesem Rechner. Ich habe das auf keinem anderen Rechner bisher gehabt, dass da in Zoom irgendwelche Einstellungen mit dem Mikro sich mittendrin ändern. Das habe ich auch noch nicht bei irgendeinem anderen Dienst gehabt, der aufs Audio zugreift, aufs Mikrofon zugreift. Ich weiß nicht, was da jetzt wieder für ein Mist ist. Ich muss da jetzt mal gucken, ob ich nicht wieder mein altes Notebook reaktiviere von vor anno so und so. Gut, gehen wir nochmal hier zurück. Also die Rekursionstiefe im schlechtesten Fall ist, im schlechtesten Fall ist Quicksort eigentlich ziemlich schlecht, nicht besser als Bubble Sort und Selection Sort, nämlich dann, wenn Sie als Pivot, als Vergleichswert immer den kleinsten oder den größten Wert hernehmen, sodass dann eben immer alles bis auf diesen einen Wert in einer Sequenz ist. Das heißt, die Größe der Sequenz nimmt von Rekursionsschritt zu Rekursionsschritt immer nur um 1 ab. Das ist dann sehr unerfreulich. Wenn wir hingegen balancieren, wenn wir es hinkriegen, dass der Pivotwert, wie wir es in den Beispielen gesehen haben, immer schön balanciert ist, dann bekommen wir mit derselben Argumentation wie bei Merge Sort wieder auch dasselbe, nämlich logarithmische Tiefe und eine Gesamtkomplexität von n log n. Das heißt, hier, das ist das Interessante an Quicksort, hier hängt es entscheidend ab von der Pivotwert Wahlstrategie, also von der Strategie, wie man den Pivotwert wählt, davon hängt es entscheidend ab, ob wir n Quadrat bei schlechter Pivotstrategie oder n log n bei optimaler Strategie haben, mit optimaler Balancierung, immer in 2 ungefähr gleich große Teile zerteilt. Und das habe ich hier in der Zusammenfassung so gefasst, es muss ja nicht halbe halbe sein. Ja? Wenn es immer so ist, dass wir eine gewisse Balancierung haben. Ja, das kann zum Beispiel 90% zu 10% sein. Ja, dass höchstens 90% in jedem der beiden Teilsequenzen sind, die dann weiter zu bearbeiten sind. Dann kommt nochmal das zum Tragen, was wir gesagt haben, dass die Logarithmen alle zu den verschiedenen Basen, die Logarithmenfunktionen alle asymptotisch gleich sind, weil sie sich eben nur um einen konstanten Faktor jeweils paarweise voneinander unterscheiden. Das heißt also, wenn wir auch nur irgend sowas haben wie so eine 90-10-Aufteilung, also als Garantie, dass es nicht mehr als 90% vom Gesamten in den beiden Teilsequenzen sind oder nicht mehr als 99%, aber Hauptsache ein fester Wert Alpha kleiner 1, so lange haben wir tatsächlich n log n Komplexität. So, damit sind wir auch schon mit Quicksort durch. Mehr will ich nicht dazu sagen. Alles, was wir hier gesagt haben, finden Sie dann auch nochmal formalisiert hier.
wo Sie dann nachschauen können, wenn Sie irgendwas in den Folien nicht verstehen, beziehungsweise die Folien sind ja auch nicht nur jetzt besprochen worden in dieser Vorlesungsaufzeichnung, sondern sie werden ja auch besprochen in den Kurzvideos. Da können Sie das nochmal nachhören. Und wenn Ihnen das immer noch nicht hilft, können Sie hier nachschauen. Und wenn Ihnen das immer noch nicht hilft, dann können Sie natürlich auch uns fragen. So, ich möchte zum nächsten Algorithmus kommen. Der heißt Bucket Sort. Wir sind immer noch beim Sortieren, aber jetzt ändern wir das Sortierproblem etwas ab. Wir hatten eben bisher bei Selection Sort, Bubble Sort, Merge Sort und Quick Sort immer dasselbe allgemeine Sortierproblem, nämlich wir haben einen beliebigen generischen Datentyp, wir haben eine beliebige Vergleichsoperation und alle diese Algorithmen kommen beliebig generisch damit klar, mit einem beliebigen generischen Datentyp und mit einer beliebigen Vergleichsoperation, wie sie etwa in der Standardbibliothek von Java in Java Util Comparator in diesem Interface realisiert ist. Jetzt betrachten wir die Situation ein bisschen anders, nämlich wir haben eine eingeschränkte Möglichkeit nur zu sortieren, nämlich Strings lexikografisch zu sortieren, also das, was Sie außerhalb der Informatik alphabetische Sortierung nennen würden. Und warum wir das betrachten, ist, das ist ein schöner Fall, ein schönes Beispiel dafür, wenn wir uns beschränken auf einen bestimmten Spezialfall, dann können wir Algorithmen bauen, die effizienter sind, die schneller sind als die Algorithmen für den Allgemeinfall. Und das sehen wir uns bei Bucket Sort an. Warum Bucket Sort? Die Buckets sehen Sie hier. Das sind, also ich nehme hier das einfach als Alphabet, das lateinische Alphabet der Kleinbuchstaben. Und die Strings sind auch tatsächlich nur aus diesem Alphabet, sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Das sind die Buckets, die Körbchen, wo wir diese Strings dann immer jeweils einsortieren. Also jedes dieser Buckets hier müssen Sie sich vorstellen als eine Liste von Strings, die am Anfang leer ist und da hängen wir die einzelnen Elemente mehrfach dann ein. Also es wird mehrfach durchgehen und das sehen wir uns jetzt einfach grafisch an. So, die Strings sind natürlich verschieden lang. Und hier in diesem einfachen Beispiel, das ich gewählt habe, ist dieses String der einzige, der die längste Länge hat, nämlich 5. Und dieser eine wird jetzt hier nach dem letzten Zeichen einsortiert in dem Körbchen M. Also wird hier in diese bis dahin leere Liste eingehängt. Ja? Wenn wir mehrere Elemente hier hätten, mehrere Strings hier hätten, wie es bei den anderen dann sein wird, dann würden wir entsprechend mehr hier einsortieren. Also Sie sehen, zunächst einmal packen wir hier die einzelnen Strings nach ihrer Länge in entsprechende Array-Indizes hinein. Das können Sie sich auch hier oben in Groß A wieder vorstellen als Listen von Strings, wo wir einfügen und rausnehmen. So, und dieses Element ist jetzt hier in unserem Ergebnisliste drin. Mehr ist noch nicht in unserer Ergebnisliste drin. Das heißt, wir bauen schrittweise unsere Ergebnisliste auf. So, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen uns dann die nächsten her, hier oben, die 1 kürzer sind. Also es kann natürlich sein, dass dieser Bereich, der 1 kürzer leer ist, der 1 kürzer ist, dass der leer ist, dann gehen wir halt weiter, bis wir zum nächsten nicht leeren kommen. Aber hier 1 kürzer, 4 statt 5 ist eben nicht leer und wir verteilen die beiden jetzt nach ihrem vierten Zeichen. Ja? In der ersten Iteration haben wir alle, die 5 Zeichen hatten, nach dem fünften Zeichen einsortiert und dann daraus hier in die Ergebnisliste geschrieben. Jetzt verteilen wir alle, die 4 Zeichen lang sind, nach dem vierten Zeichen und packen danach dann holen nochmal dann aus der Ergebnisliste diesen String mit Länge 5 und verteilen den auch nochmal nach seinem vierten Zeichen jetzt. Ja? Also den Chrom haben wir in der ersten Iteration nach seinem fünften Zeichen einsortiert, jetzt nach seinem vierten Zeichen. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir diese Buckets hier wieder konkatenieren, um zur Ergebnisliste zu kommen, und zwar von vorne nach hinten,
L-Ballofen Chrom. Und Sie sehen hier schon etwas Interessantes, nämlich nach den bisher betrachteten Positionen von Zeichen, hier das L, hier das N, hier das OM, sind diese drei Strings, die jetzt schon im Spiel sind, sind die schon lexikografisch sortiert. Und das, genau das wird die Invariante sein. Nach so und so vielen Iterationen sind die Strings, die in so diesem Zwischenergebnis drin sind, dann nach den bisher betrachteten Zeichen immer lexikografisch sortiert. Und Variante wird sein, dass wir eben immer ein Zeichen weiter nach vorne gehen. Und genau das machen wir jetzt hier. Jetzt haben wir hier noch diese vier Strings, die alle vier Länge 3 haben. Die sortieren wir jetzt nach dem dritten Zeichen ein. Hier nach beim N, hier nach dem S, die beiden hier nach dem T. Und das ist noch vollkommen egal, wie rum die sortiert sind. Ja, ob das OF und das RO, natürlich werden die dann später richtig rum zu sortieren sein, aber zunächst mal sind die einfach nur in beliebiger Reihenfolge hier beim T einsortiert. Und jetzt machen wir wieder dasselbe, was wir mit Chrom eben gemacht haben, nämlich die drei auch nochmal zu verteilen. Wir sehen also hier den Ofen beim E, beim dritten Zeichen, Ball nochmal beim L, weil das dritte Zeichen auch ein ist. Hier müsste R, Entschuldigung, das ist ein Fehler, hier müsste jetzt R stehen. Und das war es auch schon. Und jetzt fügen wir die wieder zusammen. Und Sie sehen auch hier wieder, die Invariante ist erfüllt nach den ab dem dritten Zeichen jetzt. EN kommt lexikografisch vor LL kommt lexikografisch vor N, kommt lexikografisch vor ROM, kommt lexikografisch vor S, kommt lexikografisch vor T und nochmal T. Ja, hier vorne ist dann noch in den nächsten beiden, in den letzten beiden Iterationen zu sortieren. So, jetzt machen wir dasselbe. Wir haben hier oben keine neuen mehr. Wir müssen einfach das Spielchen mit denen, die wir bis dahin hatten, weitermachen. Sie sehen hier nach dem zweiten Zeichen, eben was in der letzten Iteration nach dem dritten Zeichen, jetzt nach dem zweiten Zeichen. Zweimal, Moment, da hat jemand die Hand gehoben. Wollen Sie trotz der Aufnahme hineinsprechen? Ja, klar, ist für mich in Ordnung. Ich wollte jetzt nur fragen, auch für ein Verständnis, wird dann einfach das String quasi als ob in ein Char-Array um? Also, okay, die Frage war, ob String als ein Char-Array umgewandelt wird. Also meines Erachtens ist das eigentlich ziemlich egal. Sie können mit der Klasse String arbeiten, die Sie in Java ja in Java lang haben. Sie können auch mit einem Char-Array arbeiten. Ich sehe jetzt hier keinen Grund, das eine gegenüber dem anderen zu bevorzugen. Okay. Und es wird quasi einfach nur nach mehreren Durchgängen von hinten quasi. Genau. Das ist der Gag an der Sache, dass wir von hinten nach vorne durchgehen. Das funktioniert nämlich, weil von vorne nach hinten durchgehen funktioniert nicht. Es funktioniert deshalb von hinten nach vorne, weil wir hier in den Buckets die relative Reihenfolge erhalten. Ja? LL kam vor S und wir sorgen dafür, dass jetzt in dem Bucket ALL vor AS bleibt. Ja? EN kam vor T. Und wir sorgen jetzt dafür, wir achten penibel auf die Reihenfolge im Bucket, dass FEN vor FT bleibt. Und so weiter und so fort, sodass also einerseits die Reihenfolge hier beim zweiten Element durch die Buckets von links nach rechts gegeben ist und bei den weiteren Elementen, also wenn wir den zweiten Zeichen hinzunehmen, bleibt es dann erhalten. Und wenn wir das jetzt alles hier wieder reinsortieren, dann ergibt sich dadurch, ja, Ball war vor das eben, weil ursprünglich LL vor S war und jetzt in der letzten Iteration haben wir ALL vor AS in das Bucket für A reingetan. Das heißt, die Reihenfolge, die relative Ordnung LL zu S bleibt erhalten, jetzt in ALL zu AS. Und genauso hier, EN war vor T, deshalb haben wir penibel darauf geachtet, dass FEN vor FT kommt. Okay, und das Ganze machen wir nochmal mit dem allerersten Zeichen und sehen hier nochmal, auch hier achten wir penibel darauf, dass die Reihenfolge der beiden dieselbe bleibt, sodass wir dann tatsächlich eine
lexikografische Sortierung erreicht haben. Und wenn Sie sich das mal angucken, werden wir gleich nochmal in der Zusammenfassung sehen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir jedes einzelne Zeichen nur ein einziges Mal angefasst haben. Ja, wir haben die Strings, die einzelnen Strings haben wir immer wieder hin und her geschoben, hin und her und hin und her und hin und her. Aber jeden String haben wir für jedes seiner Zeichen nur einmal angefasst mit hinschieben und dann wieder herschieben. Das heißt also, ein String der Länge 10 haben wir 10-mal angefasst in 10 Iterationen und so weiter. Sodass wir also jetzt eine ganz andere Argumentation für Komplexität haben als vorher. Und das will ich nochmal in der Zusammenfassung hier versuchen darzustellen. Also zunächst mal bietet es sich an, nochmal ganz kurz hier auf die Problemstellung zu schauen, denn die Problemstellung hat sich gegenüber den bisherigen Sortieralgorithmen in der Tat geändert, weil wir ja nur noch Strings hier alphabetisch sortieren, nichts anderes. Wir sortieren nichts anderes als Strings, wobei die Strings über einem beliebigen Alphabet sein können, und wir sortieren nicht anders als lexikografisch, also keine andere Vergleichsoperation ist zugelassen, das würde alles nicht funktionieren, weil bei den bisherigen Algorithmen Merge Sort, Quick Sort, Bubble Sort, Selection Sort haben wir immer nur ausgenutzt diesen paarweisen Vergleich durch den Comparator. Hier gucken wir genauer in die Elemente, die zu sortieren sind, hinein und nutzen tatsächlich die Stringstruktur aus. Gut. Hier ist nochmal definiert, was lexikografisch kleiner als bedeutet. Was bedeutet das? Also ein String, wenn ein String ein Präfix vom anderen ist, dann ist er lexikografisch kleiner. Wenn ich jetzt mal meinen Moment, hier war eine Frage im Chat. Es wurde in einer Ankündigung behauptet, dass alles, was in Präsenz findet, nicht klausurrelevant ist. Ist das auch jetzt der Fall? Ich muss diese Formulierung, die Sie da haben, etwas korrigieren. In Präsenz oder eben jetzt hier in Zoom gibt es nichts Zusätzliches zu dem, was aufgrund der Unterlagen klausurrelevant ist. Ja? Also was hier in Präsenz klausurrelevant ist, ist deshalb nicht relevant, weil es auch in den Unterlagen, die ich hier zeige, drin ist. Auch in den Kurzvideos nochmal mit Audiospur unterlegt. Ja? Also die Logik, wie Sie jetzt geschrieben haben im Chat, es wurde behauptet, dass alles, was in Präsenz stattfindet, nicht klausurrelevant ist, ist falsch. Das würde ja bedeuten, alles, was ich in der Vorlesung sage, ist nicht klausurrelevant und das wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig, nicht? Sondern es kommt in der Präsenz gegenüber den Unterlagen nichts Zusätzliches Klausurrelevantes dazu. Aber das hier sind die Unterlagen, nicht? Die ich hier zeige. Also wenn ich ein bisschen abschweife und ein bisschen mehr erzähle, dann ist das nicht klausurrelevant. So, hier ist nochmal eine Frage. Können Sie nochmal erklären, warum nicht sortiert von vorne nach hinten? Versuchen wir es mal. Gut, wäre das Beste. Also am besten eigentlich wäre meine Antwort, versuchen Sie es doch mal. Das Problem ist doch, dass das immer zerhackt wird. Wenn wir jetzt zuerst alles nach dem ersten Zeichen sortieren, hier R-O-D-E-B-O-C, dann also im Grunde, ja genau, jetzt eigentlich kommt die kurze, knackige Antwort, weil damit wird das Ganze lexikografisch verkehrt herum sortiert. Also Danny, den Fragesteller würde ich auffordern und natürlich alle anderen, die Frage auch interessiert, versuchen Sie es doch mal, was passiert, wenn Sie dieses Beispiel andersrum sortieren. Dann wird Ihnen sicherlich aufgehen, Moment, das, was Sie sich mühselig erarbeitet haben hier an Sortierung hier vorne, wird dann durch Aufteilung auf die Buckets nach den späteren Buchstaben wieder zerhackt. Und das ist nicht der Sinn der Sache, denn lexikografisch heißt ja von vorne muss es als erstes passen, dann erst als zweites und so weiter. Gut, also ich nehme hier für ein Präfix, um da wieder hinzukommen, wo ich angefangen habe, wo ich eben stehen geblieben war. Mein Nachname Weihe ist ein Präfix zum Beispiel von Weiher mit einem R hinten, das heißt Weihe kommt lexikografisch von Weiher, so wie Sie es in einem Telefonbuch ja auch erwarten würden. Und die andere Situation ist eben genau die, was nehme ich jetzt hier? Hallo und Halle ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ja? Hallo und Halle sind zwei Strings,
die in den ersten vier Zeichen völlig identisch sind und sich erst im letzten Zeichen unterscheiden. Und dieses letzte Zeichen entscheidet dann, weil es das erste ist, worin sich die beiden Strings unterscheiden. Ansonsten ist alles eigentlich ziemlich ähnlich, zulässiger Input, zulässiger Output, wie bei den anderen Sortieralgorithmen auch. Invariant ist vielleicht nochmal interessant, wie ich gesagt hatte. Es enthält alle Elemente, die schon im Spiel sind, also die mindestens so lang sind, wie wir sie jetzt in den vorhergehenden Iterationen schon ins Spiel gebracht haben, weil sie eben schon so lang sind und diese Elemente sind nach den letzten Zeichen, nach den bisher betrachteten Zeichen, nach dem Teilstring, der an der letzten bisher betrachteten Position beginnt, danach sind sie schon lexikografisch sortiert. Und diese Position rückt in jeder Iteration um eins nach vorne und ist dann irgendwann ganz am Anfang und damit sind sie dann nicht nach irgendwelchen Teilstrings, sondern eben nach den Gesamtstrings sortiert. Jetzt noch schnell zur Komplexität. Also wie ich sehe, sind die verschiedenen Zusammenfassungen verschieden breit formatiert, sodass das hier nicht ganz passt. Was passiert, wenn ich das reduziere? Ein bisschen klein zu sehen, aber vielleicht noch lesbar. Ich traue mich ja gar nicht, hier irgendwas an den Dateien zu machen, nicht, dass schon wieder alles jetzt einem um die Ohren fliegt. Habe ich das mal erzählt? Ich glaube nicht. Vor ein paar Jahren hatte ich das Phänomen im Audimax immer, das war allerdings noch mit einem anderen Laptop, immer wenn ich in den Präsentationsmodus von PDF gegangen bin, vom PDF-Viewer, ist im Saal deterministisch das Licht ausgegangen. Und es war absolut ausgeschlossen, dass das jemand händisch einfach gemacht hat, um mich da irgendwie reinzulegen. Ja, also Sie sehen, Technik hat so ihre Tücken. Oder vielleicht bin ich auch, vielleicht hat es die Technik auch auf mich abgesehen, wie einer der Beiträge eben im Chat war. So, gehen wir nochmal hier zurück. Zur Behandlung der Zeichen müssen wir natürlich gucken. Zeichen können natürlich auch was beliebig Kompliziertes sein. Ja? In unserem lateinischen Alphabet, in Unicode, kostet es konstanten Aufwand, ein Zeichen zu behandeln. Das ist nichts weiter. Aber Sie können sich auch vorstellen, dass wir haben ja geklärt, ein Alphabet kann eine beliebige, endliche Menge von irgendwelchen voneinander unterscheidbaren Objekten sein. Und sowas kann, wenn es komplex ist, kann es natürlich dann auch beliebig viel Aufwand erfordern, sich das Zeichen anzusehen, zum Vergleich, also zu zwei Zeichen zu vergleichen, um zu sehen, in welchen Bucket das reinkommt. So, und die Komplexität hier ist interessanterweise die, also wenn die Zeichen harmlos sind, wie die Unicode-Zeichen, dann ist die Komplexität in der Größenordnung der Summe der Stringlängen. Weil wir, wie wir schon festgestellt haben, jedes Zeichen nur einmal im Prinzip anfassen zum Hinschieben und in die Buckets rein und einmal anfassen zum wieder zurückschieben. Und das ist durchaus besser, wenn Sie das mal vergleichen mit dem, was man mit Merge Sort n log n kriegen würde. Da müsste man ja noch dann die Komplexität für den Stringvergleich mit hineinnehmen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, die Strings sind, wie Sie haben 1 Million Strings und jeder String hat 1 Million Zeichen, so einfach nur mal als Hausnummer, dann wäre bei Merge Sort n log n mal Aufwand für einen Stringvergleich, 1 Million mal Logarithmus von 1 Million mal 1 Million Aufwand vom Stringvergleich. Also da würde der Logarithmus dazukommen, während der hier nur in Anführungszeichen 1 Million mal 1 Million wäre. Ist tatsächlich also schneller und weil die Operationen auch einfacher sind, sicherlich dann auch, wenn man Implementationen laufen lässt und die CPU-Zeit vergleicht, sicherlich auch dahingehend schneller, weil die Operationen eben bei einem vernünftigen Alphabet entsprechend einfach sind. So, jetzt sind wir mit dem Sortieren auch schon durch. Also man könnte beliebig eine ganze AOD nur mit dem Thema Sortieren füllen. Aber das ist natürlich nicht der Sinn der AOD, sondern der Sinn der AOD ist, einen Überblick zu geben über alles Mögliche, was im Zusammenhang mit Algorithmen und Datenstrukturen wichtig ist. Und
da möchte ich dann zu unserer ersten Datenstruktur kommen. Nein, stimmt nicht ganz. Unsere erste Datenstrukturen waren lineare Listen oder wenn man so will, unsere nullte Datenstruktur waren Arrays und erste Datenstruktur lineare Listen, nochmal aus der FOP. Das ist jetzt unsere erste Datenstruktur, die wir uns nicht in der FOP angesehen haben, aber Sie können sich vorstellen, die Logik, wie man das implementiert, wie man das als Datenstruktur beispielsweise in Java schreibt, ist völlig vergleichbar mit linearen Listen. Sie haben auch wieder einen Schlüsselwert, Sie haben aber nicht einen Nextpointer, sondern zwei Nextpointer auf zwei verschiedene Nachfolgeelemente. Und die nennt man dann auch nicht Next, kann man ja auch nicht beide gleichzeitig Next nennen, sondern die nennt man typischerweise als Konvention Left und Right. Und Sie sehen hier an dieser Zeichnung, warum man die so Left und Right nennt, weil man sie sich eben genau so vorstellt. So. Das ist jetzt ein Baum mit Schlüsselwerten, einfach von ganzen Zahlen. Auch hier wieder, wie bei allem, was wir bisher gesehen haben, Arrays und linearen Listen, können diese Schlüsselwerte auch von einem beliebigen Datentyp sein. Und sie können auch eine beliebige Vergleichsoperation haben. Wir haben jetzt hier einfach ganze Zahlen als Schlüsselwerte. Und die Vergleichsoperation, die wir hier haben, ist der normale Zahlenvergleich, der normale Größenvergleich auf ganzen Zahlen. So, hier sehen Sie jetzt eine Besonderheit dieser Datenstruktur. Das ist nicht einfach nur im Verhältnis zur linearen Liste eben, dass Sie jetzt zwei Nachfolger haben, die wiederum zwei Nachfolger haben können, müssen nicht zwei Nachfolger haben, können auch einen Nachfolger haben, beziehungsweise hier die Blätter des Baumes, man nennt die tatsächlich Blätter, die Blätter des Baumes und dieser Knoten hier nennt man tatsächlich die Wurzel, also Informatik hat schon schrägen Humor entwickelt, nicht, dass Bäume hier von der Wurzel zu den Blättern typischerweise nach unten wachsen in zeichnerischen Darstellungen. Die haben keine Nachfolge. Wie bei einer linearen Liste heißt das eben, dass der entsprechende Pointer auf Null gesetzt ist in Java. So, und wenn Sie sich das hier angucken, alle Elemente in diesem Teilbaum hier sind kleiner oder wir würden eigentlich sagen, wenn doppelte Vorkommen möglich sind, sind kleiner gleich dieser 43. Alle Elemente in diesem Teilbaum sind größer gleich der 43. Genauso hier, wenn wir uns diesen Knoten ansehen, alle Elemente im linken Teilbaum von diesem Knoten sind kleiner gleich der 25. Alle Elemente hier größer gleich der 25. Hier alle Elemente links sind kleiner gleich der 31, hier alle Elemente rechts kleiner gleich der 31 und so weiter und so fort. Das ist die Suchbaumeigenschaft. Ja. Es ist nicht einfach nur ein Baum, sondern es ist ein Suchbaum, ein Search Tree, weil man jetzt durch diese Art von Sortierung in Anführungszeichen relativ schnell durch gezieltes Hinabsteigen im Baum von der Wurzel aus eben zum richtigen Knoten kommt. Ja? Also ähnlich wie bei linearen Listen hatten wir ja immer einen Pointer von draußen auf den Kopf der Liste, auf das älteste Element. So haben wir jetzt hier immer einen Kopf auf die Wurzel und wir suchen, welchen Wert suchen wir? Wir suchen die 28. Ja? Wir suchen dieses Element. Zum Beispiel könnten die Schlüsselwerte Kontonummern sein und wir suchen die Stammdaten zu dieser Kontonummer, also Vor- und Nachname des Inhabers, aktueller Saldo und was noch. Ja, so. Wir suchen die 28, weil da eben an dem Schlüsselwert noch weitere Informationen dranhängen, die wir lesen wollen. Oder weil wir nur wissen wollen, ob die 28 drin ist oder ob sie nicht drin ist. Und bei einer linearen Liste müssten wir dann praktisch die gesamte Liste durchgehen, von vorne bis hinten, bis wir das Element gefunden haben. Hier müssen wir das nicht, hier müssen wir nur einem dieser Pfade folgen, nämlich dem, der zu 28 führt, weil 28 ist kleiner als 43, also wissen wir, es muss nach links gehen. 28 größer als die 25, also wissen wir, es muss hier nach rechts gehen. 28 ist kleiner als die 31, also wissen wir, es muss von der 31 aus nach links gehen und bingo, wir sind da. Das war jetzt in dem Fall ein Blatt. Wir hätten natürlich auch einen anderen Wert suchen können, zum Beispiel die 54. Dann wären wir zuerst nach rechts gegangen, dann wieder nach links und wären wir hier stehen geblieben, hätten nicht mehr weiter absteigen müssen.
So sieht es aus, so sieht das Finden aus, wenn wir ein Element, also das Suchen aus, wenn wir tatsächlich ein Element finden. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir ein Element nicht finden? Also wenn wir ein Element suchen, das überhaupt nicht drin ist. Wir suchen jetzt die 66 und Sie sehen schon, wo müsste eigentlich die 66 sein? Sie müsste hier dran hängen. Ja, anderswo könnte sie gar nicht, dürfte sie gar nicht sein nach Sucheigenschaft. Und genau dahin wird die Suche gehen. Erst nach rechts, weil die 66 größer als die 43 ist. Nach links, weil die 66 kleiner als die 69 ist. Und hier schaut er nach rechts und stellt fest, hier ist nahe. Und das ist natürlich die Information, dass dieses Element nicht da in diesem Baum überhaupt nicht zu finden ist. Denn wenn es zu finden wäre, dann müsste es genau hier sein und nirgendwo sonst. Es dürfte nirgendwo hier sein. Natürlich, weil das alles kleiner als die 43 ist. Es dürfte nirgendwo hier sein, weil das alles größer als die 69 ist. Es dürfte nicht links von der 54 sein, weil das größer als die 54 wäre. Die Frage ist jetzt also, kommt dann eine Null-Pointer-Exception zustande? Würde ich jetzt nicht so implementieren, dass da eine Null-Pointer-Exception zustande ist, sondern erstmal, wenn wir hier drauf stehen mit unserem Suchpointer, erstmal gucken, ob da null ist, und wenn da null ist, eben nicht weiter runtergehen, weil dann tatsächlich eine Null-Pointer-Exception käme, sondern eben feststellen, aha, die 66 kann nicht drin sein, wir können false zurückliefern, ohne hier eine Null-Pointer-Exception zu provozieren. Gut, das ist das Finden. Jetzt wissen wir ja von Listen, das wissen wir, das ist dabei Bäumen dasselbe. Wir wollen einfügen und wir wollen entfernen. Und wenn wir jetzt einfügen und entfernen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Suchbaumeigenschaft erhalten bleibt. Also wir könnten natürlich jetzt neue Elemente jetzt irgendwohin einfügen, aber dann ist die Suchbaumeigenschaft nicht mehr erhalten. Das heißt, wir können nicht mehr einfach durch Abstieg in die richtige Richtung, durch einmaligen Abstieg jedes Element finden oder die Stelle finden, wo es sein müsste, wenn es nicht da ist. Gut, und das gucken wir uns jetzt mal an. Insert, einfügen. Ja? Die 66 ist nicht drin. Gut, selbst wenn sie drin wäre, wäre es kein Problem, wäre es nochmal dasselbe. Würden wir genau dasselbe machen. Wir lassen Duplikate zu. Aber um es übersichtlich zu behalten, haben wir in diesem Beispiel keine Duplikate. Aber es wäre alles dasselbe. So, wenn wir die 66 einfügen, wir wissen, wo wir die 66 einfügen müssten. Wir müssten sie nämlich hier einfügen und nirgendwo sonst. Nach derselben Logik wie beim Finden. Logisch, wir müssen sie dort einfügen, wo wir sie dann hinterher suchen würden. Also gucken wir erstmal nach rechts, dann von der 69 aus nach links, weil die 66 kleiner ist als die 69. Und von hier aus nach rechts stellen fest, da geht es nicht mehr weiter und wenn es da nicht mehr weitergeht, wenn da vorher null war, also gehen wir nochmal zurück auf diese Situation, wenn hier null ist, ist natürlich überhaupt kein Problem, so wie man bei einer Liste hinten problemlos noch ein Element einfügen kann, können wir hier bei right, bei diesem Pointer noch ein Element einfügen und dann haben wir die 66 an der richtigen Stelle eingefügt. Und das war es auch schon mit dem Einfügen, mehr macht man dabei nicht. Dann gucken wir das Entfernen. Das Entfernen ist ein bisschen komplizierter. Moment. Kann Insert noch eine 54? Also müssen alle unterschiedlich sein. Denken wir uns nochmal die 54 dazu. Gehe ich nochmal vielleicht, damit es übersichtlich bleibt, nochmal hier zurück. Also wir würden jetzt die 54 einfügen wollen. Ja, dann gehen wir hier hin. Weil die 54 größer als die 43 ist, gehen hier nach links, weil sie kleiner als die 69 ist. So, dann stellen wir fest, die 54, die wir einfügen wollen, ist gleich der 54 und jetzt hängt es davon ab, wie wir es implementiert haben. Wir können es so implementiert haben, dass wir als nächstes nach links schauen oder wir können es so implementiert haben, dass wir es als nächstes nach rechts schauen. Und zum Beispiel, wenn wir so implementiert haben, dass wir als nächstes nach rechts schauen, dann stellen wir fest, hier ist null. Also können wir die 54 hier einfügen. Vielleicht nehme ich ein anderes Beispiel. Die 55 ist vielleicht schlecht, weil sie zu einfach ist. Ich nehme vielleicht die 25 als Beispiel. Ja? Also denken Sie sich, wir müssen die 25 nochmal einfügen.
als ein zweites Vorkommen der 25. Wir gehen also nach links. Und jetzt hängt es davon ab, also stellen fest, die 25 ist hier schon mal drin und hängt es davon ab, wie wir das im, wofür wir uns entschieden haben, ob wir jetzt nach rechts oder nach links gucken. Ich sage einfach mal, wir haben uns dafür entschieden in der Implementation, dass wir uns nach rechts weiter gucken. Dann geht es hier weiter, 31 und jetzt ganz normal weiter. 31 ist größer als die 25, also nach hier. 28 ist größer als die 25, also weiter nach hier. Hier ist null, hier würden wir dann die 25 einfügen. Ja? Wir hätten hier einmal die 25 und hier ganz unten links die 25. Und wenn Sie sich das anschauen, es stimmt. Es ist auch jetzt wieder, es passt alles wieder zusammen. Für jeden einzelnen Knoten ist die Suchbaumeigenschaft gewahrt. Alles, was im linken Teilbaum ist, ist kleiner gleich. Alles, was im rechten Teilbaum ist, ist größer gleich. Gut, damit ist hoffentlich alles gesagt zum Einfügen. Entfernen ist ein bisschen schwieriger. Also wir fangen erstmal mit dem einen Fall an, der einfach ist, nämlich ein Blatt. Ja, die 7 wollen wir jetzt entfernen und Sie können sich ja vorstellen, dass das relativ einfach ist. Relativ. Wir gehen also nach links und wieder nach links. Und das haben wir bei der linearen Liste auch schon gesehen, dass wir, wenn wir ein Element entfernen wollen, dann dürfen wir nicht den Suchpointer bis zu diesem Element hinlaufen lassen, sondern müssen eins davor stehen bleiben. Das heißt also, wir müssen hier stehen bleiben und entsprechend die 11 ist größer als die 7, nach links schauen, ob hier die 7 ist. Wir stellen fest, hier ist die 7. Sie ist ein Blatt. Wunderbar, wenn sie ein Blatt ist, können wir sie einfach auskoppeln und fertig. Ja, wir wissen, wie wir das auskoppeln können, indem wir einfach hier diesen Pointer auf Null setzen. Und das ist die 7 ausgekoppelt. Die Frage war, kann man sagen, links ist kleiner und rechts ist größer gleich? Zumindest bei dieser Implementierung, ja. Also, Suchbaumeigenschaft ist, alles, was im linken Teilbaum ist, ist kleiner gleich. Alles, was im rechten Teilbaum ist, ist größer gleich. Aber, Sie haben vollkommen ganz recht, wenn wir beim Einfügen, müssen wir uns dafür entscheiden, ob wir eher nach links gucken zum Einfügen oder nach rechts gucken zum Einfügen, sodass wir dann tatsächlich eine Logik haben werden. Entweder ist alles links kleiner und alles rechts größer gleich, weil wir eben rechts neue gleiche Vorkommen eingefügt haben oder umgekehrt. Ja? Sie haben voll und ganz recht mit diesem Punkt. So, wenn die zentrale Eigenschaft die Auffindbarkeit ist, dann brauchen wir doch gar keine redundanten Elemente. Ja, wir können das zum Beispiel so implementieren, wenn wir mehrere Vorkommen der, sagen wir mal, der 54 haben, dass wir dann hier als Baumknoten nicht einfach einen Schlüsselwert haben, sondern eine Liste von, sondern wir haben den Schlüsselwert plus eine Liste von zugehörigen Informationen. Also wenn es mehrere Bankkonten gäbe, Bankkonten ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Bankkonten sollten natürlich immer unterschiedlich sein. Was könnte ich noch hernehmen? Sagen wir mal Nachnamen oder so etwas. Oder Geburtstage, nehmen wir Geburtstage her als Beispiel, oder Geburtsjahre vielleicht als Beispiele, als Beispiel, wenn das hier Geburtsjahre wäre. Und wir würden zu jedem Geburtsjahr speichern, wer dieses Geburtsjahr hat, Vorname, Nachname und so weiter. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben mehrere Knoten zum selben Geburtsjahr oder wir haben einen Knoten zum Geburtsjahr und dann eine Liste zum Beispiel von den entsprechenden Personen, die dieses Geburtsjahr haben. Ich denke, das müsste Ihre Frage beantworten. Gut, dann machen wir mal weiter bei Delete. Wie würde man eine Menge von Elementen in eine Binary Search Tree verordnen? Einfach indem man für jedes Element der Menge Insert aufruft und einfügt. Ja, so ähnlich wie bei einer linearen Liste, beim ersten Element würde man erstmal die Wurzel kreieren und danach würde man dann von der Wurzel aus wachsend einfügen und einfügen und einfügen. So, jetzt wollen wir ein Element, der nächste Fall ist etwas komplizierter. Wir wollen jetzt ein Element löschen, das nur eine Nachfolge hat, das ist der mittelkomplizierte Fall. Der komplizierte Fall wird dann sein, dass ein Element
zu löschen ist, das zwei Nachfolger hat. So, aber erstmal dieser relativ einfache Fall noch, der mittelkomplizierte Fall. Wir gehen also wieder dahin. Wir wollen die 54 löschen. Wir bleiben an der Stelle, stellen fest, hier ist die 54, stellen fest, ein Nachfolger hat er, den anderen nicht, der ist nahe. Und wie können wir das machen? In dem Fall, da haben wir die Situation ähnlich wie die liegt bei einer linearen Liste. Hier haben wir lokal eine lineare Liste. Ein Pointer rein, ein Pointer raus. Und wir können genau dasselbe machen, was Sie bei der linearen Liste gesehen haben, nämlich einfach überspringen, dass hier stattdessen die 66 steht, die 54 ist ausgekoppelt. So, dann kommen wir jetzt schon zum komplizierten Fall. Nee, es ist immer noch der einfache Fall. Aha, da ist eine Handhebung. Wollen Sie reinsprechen trotz Aufnahme oder? Ja, das ist kein Problem. Mich verwirrt noch bei diesem einfacheren Fall jetzt, also dass wir die 54 löschen wollen. Das dürfte doch jetzt in dem Fall nur funktionieren, wenn die 66, die wir da haben, weil die ja auch kleiner als die 69 ist. Wenn die jetzt noch größer wäre, zum Beispiel eine 70, was ja auch sein könnte, dann gäbe es ja hier jetzt Probleme. Nein, eine 70 kann an dieser Stelle nicht sein. Eine 70 wäre in diesem Teilbaum, hier rechts. Ach genau, weil die schon größer ist und da schon aufgeteilt wurde. Ah, okay, verstehe. Genau. Genau, okay. Na gut, dann gut. Hat sich die Frage geklärt, danke. Gut, prima. So, jetzt haben wir nochmal dieselbe Situation. Ein Nachfolger hier, nochmal dasselbe Problem, nochmal dieselbe Lösung. 7, also die 7, die, auf die vorher die 11 verwiesen hat. Hier könnte natürlich auch ein beliebig komplizierter Teilbaum stehen, nicht? Es muss nicht einfach nur die 7 sein. Wir können noch eine Million andere Knoten dranhängen an der 7, aber das macht keinen Unterschied. Diese Millionen anderen würden eben auch entsprechend weiterhin hier dranhängen, die wären gar nicht berührt worden. So, jetzt kommen wir zu dem komplizierten Fall. Wir wollen zum Beispiel die 43 löschen. Und das habe ich hier etwas schematischer dargestellt. Sie müssen sich jetzt vorstellen, wir haben einen viel, viel größeren Baum. Also ich habe das deshalb schematischer dargestellt jetzt, weil das sonst ein bisschen alles gar nicht mehr so auf Folien mit vernünftiger Schriftgröße und vernünftiger Auflösung passt. Sie müssen sich vorstellen, wir haben eigentlich einen riesengroßen Baum, was hier nur durch diese Punkt angedeutet ist. Wir haben hier einen Teilbaum. Ja, hier können auch eine Million Knoten nach links oder vielleicht noch weiter hoch nach rechts sein. Ist alles egal. Wir sind runtergelaufen und sind jetzt hier am Vorgänger dieser 43 und diese 43 wollen wir löschen. Und jetzt können wir nicht einfach sowas machen wie eben überspringen, denn wenn wir jetzt hier diesen Pointer umbiegen auf die 25, dann ist dieser Teilbaum verloren. Und wenn wir stattdessen diesen Pointer umhängen auf die 69, dann ist dieser Teilbaum verloren. Wir müssen uns also was anderes ausdenken. Und das, was wir uns da jetzt ausdenken, ist, dass wir jetzt weiter runtergehen. Die Idee ist jetzt, dass wir mit einem Hilfspointer weiter runtergehen und nicht diesen Knoten löschen. Ja, dieser Knoten ist so fest verwurzelt in der Struktur, wenn wir den löschen, bricht uns die ganze Struktur auseinander. Geht nicht. Sondern dass wir stattdessen alternativ einen anderen Knoten löschen und den Wert und dann hier den Wert, den 43, den wir löschen wollen, den wir eigentlich löschen wollen, durch diesen anderen Wert überschreiben. Das zeige ich Ihnen jetzt, wie das aussieht. Ich gehe, auch hier ist es wieder egal. Man könnte nach links oder nach rechts gehen. Ich habe mich hier entschieden, nach links zu gehen. Ein Schritt nach links und dann immer weiter nach rechts. So. Hier geht es dann nicht mehr weiter nach rechts. Und die Idee ist jetzt, diesen Knoten zu löschen. Und diese 39, die wollen wir ja nicht löschen. Wir wollen die 43 löschen. Einfach diese 39 hier hinein zu kopieren, sodass Sie das sehen, hier, dieser Knoten ist gelöscht und der Schlüsselwert, der gelöscht worden ist, ist nicht die 39, sondern die 43. Das Ganze wäre auch umgekehrt gegangen, dass wir hier hingegangen wären, einen Schritt weiter nach rechts und dann nach links, dann wären wir hier stehen geblieben. Diesen Knoten hätten wir löschen müssen und die 54 hier hochspeichern. Und aber dadurch, dass wir hier so weit nach links gegangen wären, wie nur möglich, haben wir wieder eine vereinfachte Situation, nämlich dass mindestens ein Nachfolger nicht mehr da ist, dass wir hier einfach die 54 überspringen könnten, die 69 unmittelbar nach links auf die 66 zeigen lassen, die 54 hierhin und
wenn Sie sich das genau anschauen, dadurch, dass wir dieses Element immer ausgewählt haben, hier die 39 hier hinschreiben und dieses Element löschen, hier die 54, diesen Knoten überspringen und die 54 hinschreiben, in beiden Fällen, wir haben dadurch einmal nach links und so weit wie möglich nach rechts, ist das der unmittelbare Vorgänger von dem in der gesamten Sortierreihenfolge. Ja, diese gesamte Sortierreihenfolge ist so 7, 11, 25, 28, 31, 39, 43, 54, 66, 69, 71, 76, 99. Ja, das ist der Vorgänger der 43 und das ist der Nachfolger der 43 in der Sortierreihenfolge. Und wenn wir den Vorgänger oder den Nachfolger hierin kopieren und entsprechend hier löschen, dann bleibt die Suchbaumeigenschaft erhalten. Das ist weiterhin so. Alles, was hier noch übrig bleibt, links ist kleiner gleich, alles, was hier noch übrig bleibt, rechts ist größer gleich. Zwangsläufig. Und damit haben wir hier, was ist hier noch? Ich will jetzt nochmal die 43 löschen. Genau, jetzt haben wir diese Situation. Ich kann die 39 ist der unmittelbare Vorgänger der 43, den will ich rausschmeißen, diesen Knoten, und die 39 hier hochschreiben. Und weil da noch etwas links dran hängt, rechts kann nichts mehr dran hängen. Wenn hier rechts noch was dran gehangen hätte, wäre ich ja noch mal einen Schritt weiter runtergegangen. Also rechts kann nichts mehr dran hängen. Wir sind in der Situation, dass maximal ein Nachfolger noch da ist. Und den kann ich jetzt hier nach oben hinsetzen. Aha, so wie das aussieht, habe ich ein Problem. Sehen Sie irgendwelche Fehlermeldungen oder hören Sie irgendwas Falsches? Hallo, können Sie mich hören? Sehen Sie irgendwas? Ja, wir hören und wir sehen. Okay, es scheint so zu sein, als ob mein PDF-Viewer das Problem ist. Dann werde ich also beim nächsten Mal einen anderen PDF-Viewer probieren und hoffen, dass der dann die Sache besser macht. So, jetzt sind wir damit fertig. Wir können noch ganz zum Schluss, was wenn rechts nochmal eine 43 wäre, ist noch die Frage. Da müssen wir hier nochmal zurück. Also die 43 wäre ja zum Beispiel hier dran hängt. Beim Entfernen ist immer die Logik, was heißt das, wir entfernen ein Element? Wir würden, so wie bei der linearen Liste, immer zweckmäßigerweise das erste Vorkommen entfernen, weil wir ja nicht wissen, ob es später noch weitere Vorkommen gibt. Wir würden das entfernen. Und selbst wenn hier noch eine 43 dranhängen würde, dann würden wir redundanterweise hier diesen Knoten mit der 43 löschen und diese 43 hier hochkopieren. Wäre also alles genau dasselbe. So, dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt, den werden wir heute nicht fertig kriegen, muss auch nicht sein. Wir bleiben heute bei den Bilderchen und werden das nächste Mal das nochmal ein bisschen genauer ansehen. Sie haben ja eben gesehen, wie ich das durchgegangen bin. 7 vor der 11, vor der 25, vor der 28, vor der 31, vor der 39, vor der 43 und so weiter und so fort. Und genau das wollen wir jetzt auch algorithmisch machen. Wir wollen die Elemente einmal durchgehen. Und was wir dafür brauchen, ist, wir können es rekursiv machen. Ja, erstmal rekursiv alle Elemente hier durchgehen, dann die 43 rausschreiben und dann rekursiv alle Elemente hier durchgehen. Dann werden zuerst, also durch die erste Rekursion, alle Elemente hier rausgeschrieben und durch die zweite Rekursion nach der 43 alle Elemente hier rausschreiben. Wir können aber auch die Rekursion mit dem Call-Stack simulieren, indem wir selber einen Stack einrichten, also eine Datenstruktur, eine Listenstruktur, die, wie Sie sehen, immer nur an einer Seite, in einer Richtung wächst und nur in dieser Richtung auch kleiner werden wird. So, gucken wir uns das ganz kurz an. Was machen wir hier? Das erste Element, was wir zu schreiben haben, ist das hier. Wir gehen also nach links runter, nach links, nach links. Es geht links nicht mehr weiter. Also schreiben wir nach links raus. Und Sie sehen hier, wir haben was dabei verwaltet. Wir haben den Abstieg verwaltet. Wir verwalten die aktuelle Situation im Traversieren. Wir haben die 43 erstmal auf den Stack geschrieben, dann die 25, dann die 11 und dann die 7. Und wir haben noch eine weitere Zahl dazu. Diese weitere Zahl, damit protokollieren wir immer mit,
wie viele Nachfolger von diesem Knoten wir schon gesehen haben, ja? Von wie viel, oder genau gesagt, von wie vielen Nachfolgern wir schon wieder zurückgekommen sind. Ja, hier gibt es keine Nachfolger, da sagen wir dann pro forma, wir sind von diesem Nachfolger, der Null ist, wieder zurückgekommen, also 1. Und weil wir hier eine 1 steht, gucken wir nach rechts. Hier gibt es auch keine Nachfolger mehr, also haben wir eine 2. Wir haben uns den linken Nachfolger angeschaut, den es ja nicht gibt. Und der Null ist, sind zurückgekommen, haben uns den rechten angeschaut, der auch Null ist, sind zurückgekommen und haben deshalb hier eine 2. Und weil hier eine 2 steht, wissen wir, wir können jetzt die 7 beenden. Wir können dieses Element vom Stack runterschmeißen und mit dem nächsten weitermachen. Hier. Wir sind einmal zurückgekommen. Hier stand vorher eine 0. Ja. Haben Sie wieder Fehleransichten oder wie sieht das aus? Wie sieht es bei Ihnen aus? Sehen Sie was Problematisches? Ich sehe nur schwarz. Sehen nur schwarz, ja. Also es liegt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wirklich an dem PDF-Reader, den ich dann wechseln muss. Also versuchsweise, ich hoffe mal, dass es daran liegt. Ja, nur ganz kurz noch. Also wir müssten jetzt wieder alles gut sehen, oder? Hallo? Ja. Okay, prima. So, wir sind, das Problem ist, dass jetzt halt, ja, jetzt kann man wieder alles soweit sehen. Wir haben jetzt so eine Zwischensituation, wir kommen immer hoch. Das Problem ist, dass der PDF-Reader irgendwie die Bilder zwischendurch auch nicht mehr aufbauen kann, anscheinend, in denen er sich aufgehängt hat. Machen wir nur noch mal ganz kurz diesen Gedanken fertig. So, er ist einmal von der 11 zurückgegangen, guckt jetzt, weil er weiß, dass jetzt hier eine 1 steht, dass er also von links schon mal hochgekommen ist, guckt er jetzt nach rechts, passiert wieder nicht viel. Also guckt er nach rechts, das ist irgendwie nicht mehr so richtig sichtbar. Jetzt geht er wieder eins hoch, guckt nach, er ist einmal hochgekommen, das heißt, er ist von links hochgekommen, jetzt guckt er nach rechts. Hier passiert jetzt endlich mal was. Hier kommt eine 31 und eine 28 und jetzt gibt es wieder Probleme. Das heißt, wir beenden das Ganze jetzt hier. Ich beende jetzt auch die Aufnahme. Vielen Dank und tut mir leid, dass das hier die Technik wieder nicht mitgeholfen hat.